So, 60. Deutsche Wiesloch, ganz besonderes Ereignis. Für mich natürlich jetzt schon fast Gänsehaut. Mein Mentor, ich gehe auch zum Roland selber zur Vorbereitung hin immer und Roland ist auch mein Coach. Wir machen da nicht so viel Bomborium immer da drumherum. Nicht viel Tralala, ne? Aber wir arbeiten schon seit 2012, 2013 zusammen. Ich bin dann das erste Mal Vize-Weltmeister geworden. Der Roland war mein Coach. Damals in Ulaanbaatar in der Mongolei bin ich Vize-Weltmeister geworden. Dann 2014 Weltmeister. Jetzt 2017 wieder Weltmeister und internationaler deutscher Meister. Und ich muss ehrlich sagen, wie ich damals angefangen habe mit dem Bodybuilding, war der Roland einer der absoluten Top-Profis in Deutschland. War Mr. Olympia-Teilnehmer, Fünfter bei Mr. Olympia. Ja, Night of Champions Fünfter, Arnold Classic Siebter, San Jose Vierter. Also, Und wenn ich heute noch dran denke, Thunderstock, Roland Gutscholok, ein Sprung, Spagat gesprungen. Ja, in der Luft Spagat halt, kommt ja vom Kampfsport bei mir. Hat noch niemand anders gemacht, noch niemand anders gezeigt. Spagat auf dem Boden, Flex Wheeler, ja, langweilig. Spagat ja. Im Sprung, ja, das war Roland Gutscholok. Mit 110 Kilo, ne? Mit 110 Kilo. Und glaube ich auch der Bodybuilder damals, der eigentlich, glaube ich, am meisten beim Mr. Olympia übersehen worden ist. Das stimmt, ja. Ne? Ja. Also ich bin der Meinung, du hättest da locker auch unter den Top 3 sein können. Ja, also Fünfter wäre drin gewesen damals. Und war der Fünfte Platzierte, habe ich eine Woche später habe ich geschlagen. Ich war dann Fünfter, der war Siebte. Ne? Also. Als Europäer halt schon immer schwer gewesen in Amerika, gerade in den 90er Jahren halt noch schwieriger wie heute, weil heute sind ja viele Athleten durch Social Media, durch Instagram halt auch bekannt oder leben dann in den USA. Damals war es halt wesentlich schwieriger als Europäer da drüben halt Fuß zu fassen. Ja. War einfach beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Zeit davor, Deutsche Meisterschaft, wie oft hast du bei der Deutschen mitgemacht? Kannst du dich da noch dran erinnern, Roland? Ja, so 1990, dann bin ich Deutscher Meister geworden, damals mit 86 Kilo. Da war der Roman Knitsch damals Gesamtsieger, ich habe einen Klassensieg gemacht und dann 91 habe ich dann, glaube ich, den Vierten gemacht und dann ein halbes Jahr später habe ich die Quali gewonnen. Mhm. Und ja, dann bin ich dann 91 erst einmal bei der WM gestartet, da war ich dann Siebter mit 86 Kilo. Dann ein Jahr später war ich in Graz in Österreich, war ich dann mit 89 Kilo, dann war ich Vize-Weltmeister mit einem Punkt Unterschied zwischen den Hamdullah Aykutluk damals. Der war echt super in Form und ich natürlich auch. Und ein Jahr später in Korea, in Seoul, war ich dann Weltmeister mit 89,9 Kilo. Absolut beeindruckende Karriere, allein schon als Amateur. Mehr erreichen viele auf Amateurbasis gar nicht. Wie ging es dann weiter? Wie kam denn der Sprung zum Profi? Ja, da bin ich dann Weltmeister geworden, 93, habe ich die Pro-Card bekommen und 10 Monate später habe ich bei der Olympia gestanden, dann mit 12 Kilo mehr. Da habe ich dann 102 gewogen und dann habe ich halt, ja, da bin ich halt da übersehen worden, das war 94 und dann 3 Grand Prix danach bin ich dann jeweils Fünfter geworden. Ja, damit sind wir eigentlich gleich bei einem sehr guten Thema. Du bist Weltmeister geworden, hast die Pro-Card bekommen. Wie siehst du das heutzutage, wenn viele Neukömmlinge recht schnell Profi werden? Wie findest du das deiner Meinung nach? Wie beurteilst du das? Ja, da gibt es einfach zu viele Profis. Früher war das besser, fand ich jetzt. Also ich war 1990, war ich schon deutscher Meister, ne? Aber da lange noch kein Profiformat, ne? Da war ich 22, aber da im Junioren ging es damals nur bis 21. Mhm. Da bin ich mit 22 gestartet bei den Männern und bin dann deutscher Meister geworden. Ne? Wahnsinn. Und dann quasi 3 Jahre später habe ich dann die WM gewonnen, bin ich Profi geworden. Aber ich habe 3 Anläufe gebraucht, bis ich Profi wurde. Einmal WM, 91 Siebte, 92 Zweite und 93 habe ich gewonnen, dann habe ich die Pro-Karte bekommen. Also ich habe richtig für meine Pro-Karte gekämpft. Ne? Ja, und ich weiß das selber noch, das war die Zeit, wo ich damals jede Sportrevue von hinten bis vorne, von vorne nach hinten gelesen habe und jede Flex. Da waren ja alleine bei der WM-Quali in Deutschland damals, glaube ich, die besten Amateure am Start, die wir, glaube ich, jemals hatten, oder? Ja, Wahnsinn. Also ich habe damals bei der ersten WM-Quali, ne? Auf der deutschen Halbjahr vorher bin ich Vierter nur geworden und dann halb Jahr später habe ich die Quali komplett gewonnen. Also ich habe so richtig super gute Leute geschlagen. Ne? Die waren. Nennen wir ein paar Namen, wer fällt denn dir noch ein? War der Günther Schlierkamp auch mit dabei gewesen damals? Lambert Böhm? Ich glaube, der Thomas Scheu war dabei. Thomas Scheu. Ich glaube, der Lambert war dabei, der Aurel Hildebrand war dabei. Dann der Oberschenkel. Jürgen Hübner war dabei, mhm. Peter Schwarz. Jürgen Hübner war damals deutscher Meister, Gesamtsieger. Genau, Ernst Rehburg und wer war noch da? Mit dem brutalen Oberschenkel. Michael Sippel. Michael Sippel, brutaler Athlet aus dem Nürnberger Brutaler Athlet. Top, tolle Linie, riesen Oberschenkel. Das waren einfach super Athleten und ich habe gedacht, okay, ich mache die Quali mal mit damals. Ne?
und habe 86 Kilo gehabt und habe dann meine Klasse gewonnen und dann habe ich bei der Gesamtwertung habe ich dann den ersten Platz gemacht. Also ich habe die Quali gewonnen damals. Wahnsinn. Leute, wenn ihr Zeit habt, googelt mal Roland Kutschulok und schaut euch auf Team Antro oder bei Body Extreme oder in den ganzen Internetforen halt einfach mal die Videos an. Ich war immer der Meinung, dass der Roland wesentlich schwerer ausgesehen hat, wie er eigentlich war. Das war halt dieses Plastische, diese brutalen Muskeln. Ja, genau. Also ich bei der ersten Olympiateilnahme hatte ich 102. Ich bin auf 112 geschätzt worden. Eigentlich 10 Kilo schwerer geschätzt worden. Aber ich habe nur 102 Kilo gehabt auf 1,73. Und da muss man sagen, da war ich auch erst 26, ne? Weil die Leute sagen alle, die sind so jung. Ne? Mhm. Und das war meine Olympia, war vor 25 Jahren. Ne? Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Roland, das ist wahnsinnig beeindruckend, auch für mich immer, wenn ich zu dir komme und selbst wenn ich mal an einem Punkt bin, wo ich keine Motivation mehr habe, wo ich einfach selber nicht mehr weiter weiß, weil ich mit meiner Form oder mit meinem Stoffwechsel nicht mehr zurechtkomme, woher du dein Wissen beziehst und wie du dein Wissen auch weitergibst. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Du bist, glaube ich, einer der Top-Vorbereiter, der immer die meisten Athleten zu den Meisterschaften und zu den Wettkämpfen stellt. Natürlich unterstützt von der Dagmar, die dir da immer einen wahnsinnigen Rückhalt bietet. Die Dagmar hat auch sehr viel Wissen, also die ist Wahnsinn. Also ich frage sie auch immer wieder, ne, weil die hat so viel Wissen, ne, in der Branche und wir entscheiden das immer zu zweit. Ne? Also, weil ich das Thema jetzt angesprochen habe, ich wollte natürlich auf irgendwas hinaus. Wie ist das für dich, wenn heute ein Athlet wie damals, ich war ja selber dabei, ich durfte Siegerehrung machen, zum Beispiel beim Gesamtsieg von David Hoffmann. Einer von deinen herausragenden Athleten, wie der einen Gesamtsieg gemacht hat auf der Deutschen. Freust du dich da mehr, wenn der Athlet auf der Bühne steht und einen Gesamtsieg macht, weil du ja die ganze Arbeit vom Anfang an halt verfolgt hast, über den Sieg des Athleten? Oder kannst du dich noch erinnern an deine Siege oder deine Erfolge, die du früher hattest? Wo bist du mehr ausgeflippt? Wo hast du mehr Emotionen gehabt? Ja, also ich würde sagen, ich freue mich genauso wie, wo ich damals richtig brutal in Form war, wo ich Weltmeister wurde, 93, wo ich bei der Olympia so brutal ausgesehen habe. Also die Freude, ich würde sagen, die ist genauso groß. Weil ich habe das nämlich letzte Woche selber erlebt oder vorletzte Woche, da hatte ich einen von meinen ersten Athleten, den ich auch schon seit dem 16. Lebensjahr begleite, der ist auf der Juniorendeutschen praktisch Sieger geworden und ist deutscher Juniorenmeister im Classic Bodybuilding geworden. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich wirklich dann auf der Heimfahrt überhaupt erstmal so das Ganze sacken lassen und habe mir so überlegt, Mensch, ich bin so ausgeflippt, ich habe mich so gefreut, wie wenn ich selber gewonnen hätte. Das ist doch eigentlich der Grund, warum wir coachen und warum wir das weitergeben, oder? Das ist doch, kann doch keiner mit Geld bezahlen. Die Zeit, die wir da aufwenden, ist eh unbezahlbar. Ja. Aber siehst du das genauso wie ich, dass du das mit dem Coaching eigentlich aus dem Grund machst, weil das einfach eine Freude ist für dich, dein Wissen weiterzugeben und die Athleten siegen zu sehen? Oder wie siehst du das? Ja, das ist so meine Aufgabe. Selber als Sportler ist man jetzt irgendwann zu alt, wieder Wettkämpfe zu machen. Und durch meine Erfahrung, durch mein Wissen kann ich das schön weitergeben. Und es gibt so viele gute Athleten, gute Menschen, die man dann unterstützen kann. Aber auch wie du gesagt hast, die Arbeit, was wir da machen mit der Dagmar zusammen, das können die eigentlich gar nicht bezahlen, weil wir sind voll dabei, ne? Also wenn sein muss, 24 Stunden, ne? Und mit Leib und Seele. Und wenn dann so die Leute gewinnen, auch nicht jeder ist Gewinnertyp zum Beispiel. Manche Leute, die vielleicht gerade das Finale schaffen, aber die Bestform gebracht haben, die ihr bringen konnten, das freut mich auch wirklich sehr, ne? Also, es gibt halt einfach verschiedene Ebenen von Athleten und jeder Athlet hat andere Genetik und es gibt auch Athleten, die haben super Genetik und wenn jemand nicht so gute Genetik, aber wir holen das meiste raus und wenn da jemand Riesensprünge macht und sich jedes Jahr verbessert, da freue ich mich genauso und natürlich für einen Sieg oder Gesamtsieg, das geht dann richtig runter, also das kann man gar nicht mit Geld eigentlich, es geht gar nicht um Geld eigentlich in dem Moment, es geht einfach um die Freude für den jeden einzelnen Athleten, für die harte Arbeit. Ja. Das sehe ich eigentlich genauso, weil ich sehe ja mittlerweile auch den Zeitaufwand, den ich oft habe. Ich habe ja auch Familie und bin dann oftmals Freitagabend und Samstagvormittag bis in frühen Mittag rein oder auch den kompletten Sonntag im Studio und habe Athleten da. Ich sehe eigentlich, wie viel Zeit drauf geht. Und im Grunde genommen machen wir es eigentlich nur aus Idealismus, weil wir einfach das einfach gern machen, weil wir dem Sport verbunden bleiben wollen und weil wir einfach den Sport lieben. Und ich selber kann nur sagen, ey Leute, beim Roland ist das wirklich so, wir sind schon zusammen auf WM-Qualis gefahren, ne? Und der Roland hat und die Dagmar haben mich begleitet. Das ist wirklich, wenn du mit Papa und Mama unterwegs bist, das ist gar nicht nachzuvollziehen, wie die sich kümmern. Und ihr habt ja Leute, Athleten, die Wochen vorher dann schon zu euch nach Hause kommen, übernachten und bekocht werden. Das ist ein Full-Service, den gibt es eigentlich nirgendwo anders auf der ganzen Welt, glaube ich, wenn du gecoacht wirst. Und das ist einfach eine Sache, Roland, das ist einfach absolut mega. Das wollte ich hier vor der Kamera einfach mal erwähnt haben, weil viele immer darüber nachdenken, was verdient so ein Coach oder warum machen die das? Das ist einfach Leidenschaft. Ich glaube,
die teilen wir die Ansicht, oder? Leidenschaft, also mit das kann man gar nicht bezahlen. Das, wie viele Stunden man dafür gibt und das alles. Und das kannst du gar nicht bezahlen. Und wie gesagt, manchmal ist es bei manchen Athleten, die musst du schon Woche vorher bei dir haben, weil die letzte Woche ist die wichtigste Woche von 26 oder von 16 oder 20 Wochen Vorbereitung. Und wenn man die letzte Woche dann auf gut Deutsch gesagt Scheiße baut, ne? Dann war alles umsonst. Deswegen bei so manchen Athleten, wenn es jetzt nötig ist, dann die kommen zu uns nach Hause. Da haben wir ein Gästezimmer mit Dusche, Bad, alles und Küche. Ja, ich kenne die Wohnung in- und auswendig. Ich könnte jetzt einen Wohnungsplan hier zeichnen. Aber wie gesagt, ich mag das Ganze auch beim Roland. Ich nehme selber, wie gesagt, den Anspruch. Jetzt nochmal auf ein anderes Thema. Wir haben die 60. Deutsche. Roland, wenn du jetzt so einen kurzen Gedankenschwank machst und dich an die Deutsche erinnerst, welche Deutsche oder an welchen Sieg von welchem Athleten oder was fällt dir sofort ein? Welche Eindrücke von 1-2 Meisterschaften, von 1-2 deutschen Meisterschaften ist das, was bei dir am meisten hängen geblieben ist oder die größte Erinnerung an die Deutsche halt einfach? Ja, ich meine, jeder Gesamtsieg ist schon was Besonderes bei uns gewesen. Das waren schon jetzt mehrere. Und ja, also, was soll ich jetzt sagen? Also, beim David würde ich sagen, da haben wir das meiste. So. Das war so, wo du meinst, das ist einfach der Moment. Nee, das hat ja, das hat jeder. Es sind mehrere, aber. Ja, wir haben mehrere Gesamtsiege gehabt. Das war genauso super geil und so, ne? Beim David ist halt so, der ist schon eher so, der geht so mehr so zur Familie bei uns. Ne? Ja, das verstehe ich vollkommen und wie gesagt, in dem Sinne, für mich war das Interview, ich habe es ja dir vor Wochen schon angekündigt, dass ich das unbedingt mit dir machen möchte, unheimlich wichtig, weil für mich ist Roland Gutschulok einfach einer der Hauptbestandteile im deutschen Bodybuilding überhaupt und auch einer der lebenden Legenden überhaupt, wenn überhaupt die lebende Legende überhaupt, weil ich finde es immer cool, wenn ich heutzutage auf Instagram diese ganzen Influencer sehe, die meinen heutzutage mit zweimal Diät im Leben gemacht, könnten die Athleten coachen oder haben Bezug oder Ahnung oder Leidenschaft in Bezug auf Bodybuilding. Leute, die muss über Jahre hin wachsen und wir brauchen auch ein bisschen selber Erfahrung und sollte selber mal auf der Bühne gestanden haben und das auch wirklich gelebt haben. Und dann würde ich sagen, dann darf man sich heutzutage auch den Namen Coach rausnehmen. Ansonsten müssten ja die fast schon einen Führerschein fürs Coaching erwerben. Oder wie siehst du das? Ja, mittlerweile gibt es so viele Coaches, fast, wollen wir sagen, so viel wie Athleten. Ne? Ja. Und das ist schon lächerlich, wenn jemand nach einem Wettkampf schon Coach ist und so, weil das ist jahrelange Arbeit, da braucht man viel Gefühl und so. Da gibt es auch keine Tabelle. Mhm. Und jeder Mensch ist halt individuell. Für jeden ist es, läuft anders in der Diät. Nehmt euch das als Beispiel, auch die Antworten von Roland. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, um einfach... Es geht auch um die Gesundheit des Athleten, ne? Und viele Leute, die haben kein Wissen und die kennen so einen Athleten, wenn die sich nicht auskennen, krank machen. Ne? Ja. Das heißt, die machen den Stoffwechsel kaputt. Ne? Es spielt mit der Gesundheit des Athleten und überhaupt. Ja. Dieses Video werden wir demnächst bei Body Extreme senden und wie gesagt, es ist einfach so, hört euch das in Ruhe an und macht euch selber eure Eindrücke und entscheidet, wem ihr euer Leben in die Hand gebt, wenn ihr demnächst Wettkämpfe mitmacht. Genau. In dem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Wir werden noch hier aus Wies noch viele, viele Eindrücke senden und ich freue mich auf jeden Fall morgen Abend aufs Bankett, wenn der ganze Trubel rum ist. Genau. Dann können wir endlich mal wieder zusammen ein Bier trinken. Das werden wir auf jeden Fall machen. In dem Sinne, Roland, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. Und liebe, liebe Grüße an die Dagmar. Mach ich. Danke. Hat mich echt gefreut. Danke, Horst. In dem Sinne, Body Extreme, wir sehen uns. Ja. Bam.